Iron Breathing. You have done well. You didn't do your best in this fight. You've still got a long way to go to push me to my limits, young man. I'll be on my way now. Remember, you must meet the king of the Zao tribe. Perhaps he can help you. Thank you for everything, Zhu-Nama. We will get Zama back one day. Never forget, there are no chosen ones. There are only those who accept the weight of their legacy. Think about this when everything else seems lost to you. Okay, let's go, Aaron. Aaron, one last thing. Yes? Ansel's ability to go beyond his Orionic limits, it only appears in people who don't truly love themselves. What do you mean? Make sure he doesn't push himself too much. He could have a life outside Zama. Theoretisch wäre das möglich, aber du hast schon festgestellt, sein Hauptaspekt ist die Ehre. Glaubst du wirklich, dass er diese Ehre brechen würde, um ein Leben mit Aaron zu leben, bevor er sein Ziel erreicht hat? Let's go to the city of Isaos, of the Isaos. I think the GPS could show us how to get there. Leute, wirklich GPS? Ich find's ein bisschen merkwürdig, naja. Okay, von Zeit zu Zeit möchtest du vielleicht herausfinden, wo du eigentlich bist in irgendeinem Gebiet oder wo du hingehen musst, um das derzeitige Spielziel zu erreichen. Dann kannst du dich auf das GPS berufen, indem du RB drückst, egal in welcher Zone du gerade bist. Das GPS zeigt an, in welchem Gebiet Enzo sich gerade befindet. Benutze den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen und die gesamte das gesamte Gebiet, Mensch, auf der Karte zu untersuchen. Benutze den linken Stick, um mit dem Cursor über die einzelnen Regionen zu gehen. Drücke A, um eine auszuwählen und sie hervorzuheben, um ihren Namen zu sehen. Wenn du zwischen den Regionen hin und her gewandert bist, drücke X an jedem Punkt oder zu jeder Zeit, um hervorzuheben, in welchem Gebiet Enzo sich gerade befindet. Drücke Y, um die Ziele zum Voranschreiten im Spiel anzuzeigen. Die Kamera wird sich bewegen, um das Icon des Ziels anzuzeigen und wo es sich auf dem GPS befindet. Drücke Y nochmal, um durch die Ziele zu scrollen. Du kannst auch durch das GPS in einem Listenmodus navigieren. Drücke links auf dem Steuerkreuz, um die Liste der Regionen anzuzeigen. Navigiere mit dem linken Stick und die Regionen werden automatisch angezeigt. Drücke B oder den rechten vorderen Schulterknopf da, also RB halt, in beiden Navigationsmodi, um aus dem GPS wieder rauszukommen. Wunderbar. Drücke den GPS-Knopf, um die Region deines Ziels zu sehen. Das machen wir doch direkt mal. Okay, wir sind... Interessanter Cursor. Wir sind also da. Und wo wird mir jetzt angezeigt, was mein Ziel ist? Also das sind ja die Händler hier. Gut, das sind jetzt die Gebiete, die wir schon kennen. Wir haben momentan gar kein Ziel. Wollt ihr mich verarschen? Objective Zero of Zero. Na gut, was soll's. Brechen wir auf. Wir sind also zum ersten Mal tatsächlich jetzt frei im Spiel. Abgesehen davon, dass wir natürlich schon durch Zama laufen konnten. Aber jetzt sind wir wirklich auch frei zu tun, was wir wollen letztendlich. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. If we want to get to Isao, we must pass through here. Oder there. Ah, sieh mal an. We should ask Scard here to tell us the way. Machen wir. Aber wir untersuchen natürlich auch die anderen Leute, die hier noch so rumstehen.
My husband is already in Isao City. Why can't I join him? Ich sehe schon, die werden alles blockieren. This is the entrance to Bodiab Forest. I'm from Wazao. I've gave up everything to get a better life. Why won't they let us through? Ach, das sind die Flüchtlinge, kann das sein? I came here to get away from the harsh living conditions in Wazao. We were told that we could find work in the minute we got here. Ja, ganz aktuelles Thema, das ist ja auch immer das Problem mit Flüchtlingen, dass sie eventuell auch falsche Eindrücke haben von dem, wie es sein kann. Ich weiß noch, als die Flüchtlingskrise vor einem Jahr so hochgekocht ist, da sind ja auch viele aus den Balkangebieten gekommen. Ich glaube, so vor allem Montenegro war das gewesen, die Ecke. Also war die ganzen Länder in der Balkanregion, die haben da alle, waren da alle groß dabei. Und da sind viele vorbeigekommen. Hier, also die sind mit Bussen dann teilweise angereist. Und ich glaube auch Mazedonien und sowas war das mit gewesen. Jedenfalls, da hatte die Bundesregierung sogar ein Video aufgenommen in den Landessprachen der Balkanstaaten, in dem sie darüber aufgeklärt hat, wie die Zustände in Deutschland sind und dass da nicht Milch und Honig fließen. Und dann war es dann tatsächlich so gewesen, dass man eher darauf vertraut hat, was ein Freund vom Freund des Freundes gesagt hat, dass er nach Deutschland ist und da Geld gemacht hat, das er dann seiner Familie schicken konnte. Und man hat weniger drauf gehört, was in den Videos gesagt wurde. Es waren für sie Lügen, weil man der Meinung war, ja, die Deutschen wollen halt keine anderen mehr drin haben oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also, da herrschen dann teilweise auch verschiedene Ansichten und Hoffnungen und das ist manchmal auch nicht so ganz einfach, ne? This morning, they threw me out because my papers expired. They took no pity on me, despite all the years I worked in their mines. Mies. My husband left to find a way through Bodiab Forest for both of us. Hoffen wir mal, dass er da nicht in irgendwelche Viecher reingerät, die ihm da böse kommen. I gave some money to this Norbert guy. He can get me into the city and then my life will finally change for the better. They leave us to die of hunger here. We're ready and willing to work, however. Ach man, sowas Gemeines hier. Hello there. We'd like to go to Isao City, please. Papers, please. What papers? More illegal immigrants turning up to steal our jobs. Sie klauen unsere Jobs! Oh Mann, wirklich? Without the right papers, none of you are getting in. We are the King and Queen of Zama. We wish to meet the King of Isao. Oh, that's all? Well, I don't know Zama. And you could be the Queen of Boja for all I care. Because you're not getting in past me without the right papers. And how do I get hold of these, papers? I'm not some kind of tourist information officer, Sonny. If you don't even know that much, it proves you're an illegal immigrant. Move along! Well, this is a problem. I'm hardly going to try and attack the guard post to get through, though. Alter. Großartig. Ah, hat so ein bisschen was von Passierschein 38, oder? Na gut, was soll's. Psst. Could you come over here a moment? Na klar doch. Wenn wir nur weg von der Wache kommen, habe ich nichts dagegen. I overheard your discussion with the guard. I'm also stuck here. In our city, you don't need any papers to get in. We don't really understand what they want from us. You need authorization to get into Isao City. You should have been able to get this if you came from Kawazao or from the Kaboja continent. My husband has found a way to get through Bodiab Forest. There's a gang of people who help people like us through. Oh ja, Schlepperbanden, na großartig. Ah, really? But he told me the forest had been cordoned off. The guard who sealed the entrance went to leave, so we could join my husband and then go on to Isao together. What do you reckon, Engani? We can try, but we don't have any other option, really.
forest is dangerous. I suggest you prepare well and buy food, gear and herbs in Figwheel. I will go on ahead and wait for you at the entrance. Okay. Join Onisita in Bodiop Forest. Use GPS to see the quest destination. Ja, wir müssen nach oben, das haben wir schon mitgekriegt. Ich würde sagen, ich speichere mal auf jeden Fall. Ja, gleich hier drüber. Und würde sagen, wir... Können wir hier drauf oder wie läuft das jetzt? Nee. Okay, ich dachte, wir kommen jetzt hier... Oder? Doch, wir kommen hier drauf. Ich würde sagen, wir probieren unser Glück erstmal und schauen mal, wie es läuft. Können wir nicht einfach über die Wachen springen? Wie wäre das denn? Ja, und falls es gut funktioniert, dann passt. Ansonsten holen wir halt nochmal ein paar Gegenstände. Wer sitzt denn hier oben? Toba. I'm resting while I wait for an opportunity to slip through. I'm on the verge of beginning a new and better life in Isao. Ah, so unfassbar aktuelle Sachen, die hier thematisiert werden. Aber ich meine, gut, letztendlich, das Thema Flüchtlinge ist zu jeder Zeit in der Geschichte eigentlich immer aktuell. Das ist immer ein großes Problem. Die Frage ist immer bloß, ob es gerade für einen selbst aktuell ist, in einem eigenen Land. Was war denn los? You walk too fast and it's crawling with insects in here. Oh, du Arme. We're not here for the sake of our health, Aaron. Well, there's no need to talk to me like that. I was just trying to make conversation. Perhaps you should have stayed in Figwheel then. Alter, sei nicht so arschig. Oh, Ansel, stop being such a... Help! Uh-oh. Onisita! They just appeared out of the forest. Help me! Hey, Modok! The little lady here. Is she with you? Who are you? We ask you a question and you just respond with another? You shouldn't treat a guy who's got your best interests at heart like that. My friends here heard you with the King of Nyama. You were the King of Nyama or something like that. We said ourselves that if you slipped us 50,000 yotas, we'd let you leave here with all your limbs intact. You don't seem to be very strong. I can bluff my way out of the... 50,000? You've gotta be kidding, we don't have that kind of money. Aaron, stop talking. No money? Then I'm afraid we can't do business. Oh. Guys, take whatever you can. I'm going to see the boss. Tschüss. Bis die Tage. Der war verdammt schnell mit dir auf dem Rücken. Well, that was clever. You shouldn't have said anything. I had a plan. Well, nobody told me. You wanted to scam us as well. We don't like dishonest folk around here. Alter, ihr seid Räuber. Und irgendwie ist Enzo gerade wirklich richtig arschig zu Aaron. Ich weiß gar nicht, was es soll. I feel like you're annoyed, Enzo. Ja, ist er. Und ich weiß nicht, wieso. Now's not the time, Aaron. Sei doch nicht so blöd mit ihr, Mensch. But how was I to know you had a plan? Can we not speak until after we're done here? So, komm, die machen wir einfach mit normalen Angriffen platt hier. Dann mache ich mir gar nicht erst die Mühe, irgendwas auszupacken. Die holen wir uns einfach in die Luft und dann ist gut. Okay, ich muss natürlich auch jemanden in der Luft haben, bevor ich in der Luft schlage. Und das war's. Noch nicht. Okay, jetzt. Ein Tritt war noch nötig. Wunderbar. Und jetzt sei bitte ein bisschen netter zu ihr. Du bist ein ganz schöner Arsch gerade. We won. Wieso bist du erschöpft? Du hast gar nichts gemacht. It wasn't easy though. We could have avoided this fight and got Onisita back. If you just left everything up to me. How was I to know if you didn't tell me and anyway... We don't have time for this now, Aaron. We must pursue them through the forest.
It's the only way we can get to Izawa and perhaps go back home. Sei nicht so ein Arsch. Voller Uni sieht das Kidnappers through Bodiab Forest, use the GPS, bla bla. Okay, wir wissen ja, es muss in die Richtung gehen. Also gehen wir doch einfach erstmal, ohne aufs GPS zu schauen. Ah, Kuwa Bodiab, okay. There we are. Aha. Did you take out my guys? You won't get away with that. Sagte er und flüchtete. Fresh meat. Release the truckers. Klingt so ein bisschen wie Release the Kraken. Ich habe das Gefühl, die machen ja Anspielungen auf so gut wie jedes Spiel, jeden Film, der irgendwann in den letzten Jahrzehnten mal rausgekommen ist. Looks like if they catch me, I'm gonna have to fight them. Das hast du gut erkannt. Touch the enemies to trigger fights, okay. Ich weiß gar nicht, ist das so schlimm? Nö, eigentlich nicht, oder? Wir kämpfen einfach mal ein bisschen. Wen juckt's denn? Also ehrlich mal. Was mich jetzt interessiert ist, gehen wir jetzt mit angeschlagener Gesundheit in den Kampf oder ist sie jedes Mal wieder voll? Okay, die bleibt angeschlagen. Alles klar. Ein Rattentyp? Echt jetzt? Leoritas meine ich, nicht Leoridas. Hat noch ein paar Leute. Bam! Bam! So, wir schlagen uns mal ein bisschen durch. Und ich würde sagen, können wir nicht... Ja, danke, genau das wollte ich. Ein bisschen Heilung ist nicht schlecht. So, und dann gehen wir noch mal hier oben auf die Plattform und laden ein bisschen durch. Hieß es nicht, je öfter wir den Arionischen Status benutzen, desto besser werden wir da drin? Das können wir gerne mal probieren. Wir laden uns einfach mal voll auf. Das ist doch gerade ein günstiger Zeitpunkt. Wir können gerade nicht angegriffen werden. Das heißt, wir hauen mal voll rein hier. Und Aaron kann uns ja dann sowieso heilen. So. Jetzt geht's los. Volle Kanne AP bis 400 gehen wir mal, würde ich sagen. Und dann zimmern wir drauf, was das Zeug hält. Okay, wir gehen nicht bis 400. Erst nochmal kurz geheilt. Und jetzt geht's los. Oh, Ashima Koryodan. Wow. Alter. Das war geil. Okay, haben wir das Ding jetzt auch mal gesehen? Das geht schon richtig los, das Teil. Das hat mir gut gefallen. Und wir stürzen uns gleich in den nächsten Kampf. Ich nehme mal ein paar mit von den Kämpfen. Wir müssen ja auch irgendwie unser Level erhöhen, von daher... Enzo? I'm busy here. Climb on these platforms, so I can heal you better. Wieso sind die eigentlich gerade so paralysiert, die Viecher? Hat es einen bestimmten Grund? Bin ich dafür zuständig? Achso, das ist hier der Riss im Raum-Zeit-Kontinuum, kann das sein? So, holen wir es den letzten auch noch. Au! Die Stacheln sind tatsächlich zum Kämpfen da auf dem Rücken. Na komm, jetzt stell dich nicht so an. Okay, haben wir den auch geschafft. Wunderbar. Nochmal kurz ein bisschen heilen. Solange der Kampf noch läuft, kann man das ja mal machen. Gut, weiter geht's. Also wir müssen jetzt natürlich nicht jeden Kampf mitnehmen hier. Aber so ein paar zumindest. So, und ich gehe mal einfach mal drumrum. Ich glaube, ich komme nochmal wieder, wenn ich dann am Ende der Aufnahme bin und mache einfach nochmal ein paar Platz.